Sie sind sehr umstritten. Es gibt sie erst seit kurzem in Deutschland. Sie sind ganz leise, aber sie fahren auch nur 20 km/h. Wovon ich rede, sind E-Scooter. Und ich befinde mich heute bei einem Fahrsicherheitstraining von Lime. Ich habe hier den Scooter vor mir. Können wir uns kurz mal angucken, den Scooter. Und hier sind Pylonen. Ich werde mir jetzt mal angucken, was Lime hier so macht, warum das Event stattfindet, und habe hoffentlich noch die Gelegenheit, mit ein oder zwei Leuten, die hier auch teilnehmen, zu sprechen. Viel Spaß! Hi, grüß dich. Du bist Daniel von Lime, richtig? Ja, genau. Genau. Ihr macht ja heute hier so ein Fahrsicherheitstraining mit den E-Scootern. Warum macht ihr sowas? Nur um die Sicherheit von den Fahrern zu gewährleisten, weil viele benutzen das erste Mal und wissen nicht, wie die Regeln so funktionieren. Deswegen erklären wir den Leuten, die das gerne wissen möchten, wie es funktioniert, damit sie sicherer durch den Verkehr kommen. Ja. Und was muss man da beachten, wenn man so einen E-Scooter fährt? Also wichtig ist natürlich erstmal die Straßenverkehrsordnung. Wir haben ein Nummernschild an dem Roller dran. Das heißt, man befolgt die Straßenverkehrsordnung, rechts vor links, die ganz normalen Regeln, die man kennt vom Autofahren. Fahrradwege benutzen die Roller auf jeden Fall. Das ist wichtig, damit sie nicht den Fußgängern in die Quere kommen. Ja, und dann lernen wir solche Sachen wie Gefahrenbremsung, wenn man so Offroad fährt, also wenn man mal von der Straße runterkommt auf Bordstein, wo es ein bisschen unebener ist. Ja, solche Sachen, damit man das Gefühl dafür bekommt. Ihr seid, glaube ich, gerade erst 5 oder 6 Wochen, ist das ja erst legal hier in Deutschland. Seit 1. Juni. Oder erst, ja, also seit kurzem erst, ja? Ja, seit kurzem, genau. Macht ihr das, weil ihr viele Unfälle habt oder weil die Stadt euch dazu zwingt? Oder? Also die Stadt zwingt uns nicht dazu. Die Stadt sagt zwar, dass wir den Nutzern sagen, wie es funktioniert, aber das machen wir hier freiwillig, also von Lime ausgesetzt, also nicht freiwillig, aber Lime hat das angesetzt, um den Leuten halt zu erklären, wie es wirklich funktioniert. Viele von denen wissen halt, wie es im Straßenverkehr läuft, weil das auch in der App erklärt ist. Aber wenn man das halt nur liest, die Praxis ist dann meistens ein bisschen anders. Deswegen versuchen wir es einigen, also so vielen wie möglich zu erklären. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, also das ganze Thema E-Scooter ist ja relativ kontrovers, auch diskutiert, dass die E-Scooter eigentlich gar nicht dabei helfen, dass die Leute auf Autos verzichten, sondern dass sie eher einen E-Scooter nehmen, anstatt laufen oder ein Fahrrad zu nehmen. Okay. Was sagst du dazu? Also ich weiß, dass die E-Scooter nur eine neue Option sind als Verkehrsmittel. Also es gibt Auto, Fahrrad und die Roller sind noch eine zweite Option. Man muss sie ja nicht benutzen, also wenn man lieber zu Fuß gehen möchte. Aber ich weiß, dass es natürlich mehr Traffic, also mehr Verkehr in den Straßen durch die Roller gibt als zu Fuß. Aber ich finde es okay, weil es ist eine weitere Option. Man kann sich damit schneller fortbewegen. Es macht relativ Spaß, finde ich, wenn man mal Spaß haben möchte und durch die Stadt fahren und schnell wohin kommen muss. Also ich arbeite dafür, also für mich ist es sowieso positiv. Okay. Wie ist denn das Vorgehen beim Abstellen dieser Scooter? Ne? Also ich würde mich selber als Fan von diesen Scooters bezeichnen. Ich ärgere mich aber selbst auch, wenn ich so einen Scooter mitten auf dem Bürgersteig sehe oder irgendwie irgendwo da, wo man dann irgendwie nicht mehr durchkommt. Gerade auch als gesunder Mensch schon nicht mehr durchkommt, ja? Was macht ihr dafür, dass das nicht passiert? Also ich bin als Foot Patrol, meine Aufgabe ist es, in der Stadt rumzugehen und den Leuten zu erklären, wie es funktioniert anfangs. Es ist jetzt langsam Selbstläufer geworden, deswegen hat sich meine Aufgabe ein bisschen geändert, dass ich die leeren Roller zusammenräume und auch natürlich Roller, die im Weg stehen, auf dem Fahrradweg, auf der Straße am schlimmsten oder auf dem Fußweg, wo sie halt stören könnten, beiseite zu räumen, an Spots zu räumen, zusammenzuräumen, damit sie halt nicht so viel im Weg stehen und ja halt den Verkehr flüssiger zu machen oder auch den Fußverkehr, wenn welche unterwegs sind generell. Okay, super. Das heißt, ihr geht da aktiv auch gegen vor, ja? Auf jeden Fall. Person bist du das? Ich bin eine Person, die in den Straßen unterwegs ist und genau dies versucht zu verhindern, damit sie die Straßen nicht blockieren. Wie viele Personen seid ihr da in Köln, die sowas machen? Foot Patrol im Moment 8. Suchen noch Leute. Okay. Wie viele Roller habt ihr in Köln insgesamt? Darf ich leider nicht sagen. Okay, ist das mehr als 100, mehr als 200? Darf ich nicht sagen. Okay. So, jetzt habe ich den Bastian hier vor der Kamera. Grüß dich auch. Du bist heute zum ersten Mal gefahren oder standst du schon mal auf dem Scooter? Ich war tatsächlich heute das erste Mal unterwegs. Okay. Ich habe mich zwar recht früh dafür angemeldet, habe aber auch aufgrund von Berichterstattung, WDR und so, einfach mich nicht sicher dazu in der Lage gefühlt und dachte, so ein Fahrsicherheitstraining wäre es.
habe gestern die Einladung spontan gekriegt und dachte, cool, ist noch was frei, machst du mit, auch weil der Helm mit dabei ist, was ja schon ganz klasse ist. Kannst du dir vorstellen, jetzt einen Scooter, egal von welchem Anbieter, mal zu benutzen? Jetzt definitiv, jetzt fühle ich mich deutlich besser dafür in der Lage. Finde es aber faszinierend, wenn ich mir so die Berichterstattung angucke, dass Leute zu zweit darauf fahren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie zwei Leute sich darauf einigermaßen sicher fühlen. Ist ja auch nicht erlaubt. Eben. Würdest du sagen, das ist für dich ein Verkehrsmittel, was dir erlaubt, auf ein Auto zu verzichten? Ich habe schon gar kein Auto mehr, weil ich es einfach nicht mehr genutzt habe. Bin mit Carsharing und Co. einfach viel besser unterwegs, also Cambio und Co. Nutze das KVB-Rad und bin genau da jetzt in diesem Verkehrsmix mit drin, dass ich mir denke, das ist einfach eine coole Alternative, mal Alternative zu einem Fahrrad zu haben, das ich mir mieten würde, dass ich einfach auch sage, mit dem Roller, jetzt traue ich es mir eher zu, tatsächlich auch damit meine Strecke zu fahren. Also sprich, ein Scooter ist für dich einfach eine zusätzliche weitere Option, die dir erlaubt, generell auf einen Autobesitz verzichten zu können. Ja? Einmal mobil sein, damit man eben kurze Strecke damit zu reisen. Also irgendwie, es gibt auch Leute, die heute in der Gruppe erzählten, dass sie damit wirklich zur Arbeit pendeln, unterstützt mit der Bahn oder sowas, dass man sagt, ich fahre mit dem Roller wirklich zum Bahnhof, steige in die Bahn ein und fahre dann weiter zur Arbeit damit. Und genau dafür finde ich das klasse, weil ein Fahrrad ist halt auch sperriger, man braucht eine Fahrkarte. Damit ist man recht gut jetzt einfach auch was mit. Alles klar, lieben Dank dir. Die Scooter fährt man ja tagsüber und nachts werden die geladen. Kannst du dazu was sagen? Also bei uns fahren Transporter rum, wie man im Hintergrund sieht, wenn man sieht. Werden die Roller eingesammelt, meistens die leeren, um die halt zurück ins Warehouse zu bringen und dort zu laden. Und tagsüber werden sie benutzt, nachtsüber versuchen wir alle einzusammeln, was uns natürlich leider nicht gelingt, weil es leider zu viele sind. Aber nachts zu benutzen ist halt etwas schwieriger. Sie haben zwar Licht, aber es ist halt sehr gefährlich, die in der Nacht zu benutzen, über die Straße zu fahren, weil man sie halt wirklich schwer sieht. Okay. Und ist es nicht so, dass ihr diese Juicer habt, nennt ihr die so? Also Leute, die, ich glaube, ein Gewerbe anmelden müssen und dann diese Scooter einsammeln? Ja, es gibt Privatpersonen. Also ich arbeite direkt für Lime, aber es gibt noch Privatpersonen, die parallel mit Lime arbeiten. Und die fahren halt privat mit ihren eigenen Autos, nicht mit den Transportern von uns, sondern privat mit ihren eigenen Autos und sammeln einzelne Roller ein. Hm. Das sind dann die, die wir nicht einsammeln können in der Nacht. Die werden dann von denen eingesammelt und von denen zu Hause geladen. Die haben extra Ladegeräte dafür dann. Und bringen sie dann am nächsten Tag wieder raus und werden dafür natürlich auch pro Roller bezahlt. Okay. Jetzt dazu eine kritische Frage. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Verdienst, der dabei rauskommt, ist sehr gering, ja? Gerade für diese Juicer. Warum macht ihr das nicht auf 450-Euro-Basis, wie zum Beispiel Zirk oder Tire? Also ich bin für die Finanzen nicht zuständig, also kenne ich mich damit nicht aus. Ich weiß, dass sie pro Roller bezahlt werden und dass es wohl einigen Spaß macht, weil sie das natürlich nebenbei machen. Nicht als Hauptberuf, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, sondern einfach nur als Nebenverdienst in den Straßen rumfahren. Wenn die Roller irgendwo stören, nehmen sie halt, um die aufzuladen. Also auch, um die Straßen flüssiger zu machen. Ich habe leider keine Meinung dazu, ob man die mit 4 Euro bezahlt pro Roller oder 450 Euro Basis. Da habe ich keine Meinung zu. Ich denke, Lime kann das selber entscheiden, wie sie das machen wollen. Deswegen vertraue ich denen dort und stehe auch voll hinter denen. Okay. Wie ist das denn, wenn es nass ist oder es regnet? Also ich bin schon ein paar Mal gefahren, als es geregnet hat und es ist auf jeden Fall keine gute Option, da die Roller bei 20 km/h, wenn man Topspeed fährt oder auch weniger und man über einen rutschigen Asphalt fährt zum Beispiel oder eher Kopfsteinpflaster, was gefährlicher ist auf der Domplatte zum Beispiel hier in Köln, fährt der Roller mit 2 Kontaktflächen auf dem Boden, fängt er an, links und rechts wegzurutschen. Aufgrund der Nässe und der wenigen Kontaktfläche ist halt nicht genug Reibung da. Deswegen ist es nicht von Vorteil, die nass zu fahren. Langsam zu fahren könnte okay sein, aber ich würde es nicht empfehlen, das zu machen, weil es wirklich gefährlich ist. Okay, also sobald die Straße nass ist, Finger weg von Scootern. Schieben am besten, warten irgendwo, vielleicht, wenn man denkt, es kostet zu viel, einfach beenden und laufen. Das ist wirklich die beste Option. Häufig liest man oder hört man in Medien, dass diese E-Scooter gerade im Sharing-Bereich irgendwie einen Monat halten und dann sind sie kaputt. Ich weiß, dass diese Zahl sich darauf beruht, auf die ersten Scooter, die damals Bird in den USA eingebracht hat, die aus dem ganz normalen Consumer-Bereich kamen. Diese Studie wird jetzt, oder diese Zahl vielmehr, wird jetzt einfach in den Medien rumgeworfen. Wie ist denn bei euch, bei Lime, so die Erfahrung? Also wie lange halten die im Sharing-Betrieb? Es ist schwer zu sagen, wie lange sie halten. Ich weiß, dass sich viele Personen nicht so gut damit umgehen. Vor allem werden viele davon mutwillig kaputt gemacht. Ich denke mal in Nachtaktionen, weil meistens, wenn wir am nächsten Morgen rausgehen und Roller einsammeln, dann sind sie leider mutwillig zerstört, ob es der Display ist oder ob die Bremse zerstört wurde, weil das sind die am einfachsten zerstörende Sachen. Die Akku und das GPS rauszukriegen ist schon ein schwierigerer Akt. Aber
Ich kann leider nicht sagen, woher diese mutwillige Zerstörung kommt, aber die Zahl ist schon relativ hoch. Also nicht, ich würde schätzen, jeder sechste, siebte Roller ist dann mal nach einem Monat kaputt. Okay. Ich kann keine genaue Zahl sagen, aber es ist schon häufig, dass kaputte Roller bei uns ankommen. Und wenn die nicht zerstört werden, wie lange halten die im Sharing-Betrieb bei euch? Also wir benutzen Roller bestimmt schon seit 3 Monaten, seit Juni. Es kommt immer darauf an, wie der Roller benutzt wird von den Personen, welcher gerade da drauf sitzt, wie oft er benutzt wird. Aber er ist schon ein Jahr auf jeden Fall. Das würden wir schaffen, wenn sie nicht mutwillig zerstört werden. Also einer eurer Wettbewerber, Bird, von dem ich gerade gesprochen habe, ganz neu, der jetzt auch in Köln gestartet hat, die haben jetzt einen eigenen Roller rausgebracht. Ihr bringt ja auch eigene Roller raus, soweit ich weiß. Und die sagen, dass deren Roller 1,5 bis 2 Jahre im Sharing-Betrieb halten sollen, wenn sie natürlich nicht mutwillig zerstört werden. Geht ihr davon auch aus, oder? Denke ich, können wir gut mithalten, da wir natürlich viel mehr Roller als Bird in den Straßen haben, als die neue Brand Bird, ist es bei uns natürlich eine höhere Zahl, die zerstört werden. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Roller nicht mutwillig zerstört werden, werden sie mit Muss 1 bis 2 Jahre halten. Kommt auf den Akku an, wie der Akku halt, wenn der wetterbedingt wieder oft er benutzt wird, aber auch benutzt wird oder im Winter benutzt wird, wenn er kalt wird, das alles. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es 2 Jahre hält. Und der Akku, wenn der kaputt ist, dann wird der recycelt, nehme ich an. Ne? Der Akku wird recycelt und wir setzen einen neuen. Also wir schmeißen den Roller nicht weg, sondern wir tauschen den Akku aus und der alte Akku wird recycelt. So viel, um auch mal dieses E-Scooters und Elektroschrott mal ein bisschen gegenzuwirken. Ja, richtig. Also die Akkus werden anschließend recycelt. Auf jeden Fall. Gut. Ist es, wenn ich habe mal Lime benutzt und mir wird am Ende der Fahrt angezeigt, deine Fahrt hat kein CO2 verursacht. Das heißt, ihr ladet die mit Ökostrom auf? Ja. Und die Juicer, die brauchen auch Ökostrom oder zahlt ihr da Zertifikate für? Ich bin mir nicht sicher, wie die Juicer das zu Hause machen, weil es ja privat benutzt wird, wie die ihre aufladen. Wir geben den Akkugeräte, aber man kann sich auch privat welche kaufen. Aber ihr sorgt nicht dafür, dass die auch einen Ökostromtarif abschließen? Nee, das ist alles privat. Okay. Leider für die Privaten kann ich nicht sprechen. Bei uns wird es, wenn wir im Warehouse unsere laden, wird es mit Ökostrom, haben wir auch das Zertifikat für, aber bei den Privaten weiß ich, dass es, glaube ich, keine Regel dafür gibt. Als letzte Frage würde ich gerne wissen, wenn du dir was wünschen dürftest für deutsche Städte oder für Deutschland, was die Straßeninfrastruktur angeht, jetzt abgesehen von Scootern, aber auch mit Scootern, was würdest du dir wünschen? Auf jeden Fall, was mir hier in Köln aufgefallen ist, sind Fahrradwege. Es werden nicht auf allen Straßen Fahrradwege angeboten, also einzelne Fahrradwege, separiert von den Straßen, dass man entweder den Bordstein, also den Fußweg, trennt, dass es Fahrradweg und Fußweg ist, oder neben die Straße noch einen extra Fahrradweg zu machen, damit die Roller halt auch, im Beispiel für die Roller jetzt, genug Platz haben zu fahren und nicht immer die Autos, die dort fahren, behindern. Weil wenn so viele Roller wie jetzt gerade in Köln unterwegs sind, ist es halt relativ schwierig für die Autofahrer, die sich dann auch darüber aufregen, dass die Roller halt auf den Straßen fahren und denen im Weg sind, was man aber da nicht verhindern kann, weil es Fahrradwege sind und wir die benutzen. Okay, noch eine Frage ist mir jetzt eingefallen. Plant ihr sowas wie Abstellflächen für Scooter? Nee, wir benutzen die Fahrradständer, die in der Nähe. Wir haben natürlich einzelne Spots in der Stadt, wo wir die abstellen. Aber direkte Abstellflächen, die wir abgrenzen oder generell machen, sind noch nicht in Planung. Vielleicht für die Zukunft, wäre vielleicht von Vorteil, weil man dann immer genau weiß, wo man hin muss und sich die Spots wahrscheinlich auch merkt. Ist eine gute Anregung, werde ich weitergeben. Und vielleicht kommt das dann in Zukunft. Super, ist ein schönes Stichwort. Danke. Ciao. Okay. Schönen Tag. So, jetzt habe ich gerade auf dem Nachhauseweg Petra getroffen. Petra war auch eben bei dem Fahrsicherheitstraining von Leib. Und wenn wir uns schon hier zufällig im Park treffen, was sind denn so deine Eindrücke von dem Event eben? Sehr gut. Hat mir super gut gefallen. Ich bin ja schon mal gefahren und habe mich auch gefragt, wie kann ich zum Beispiel blinken, ja? Hm. Und habe gemerkt, dass das sehr wackelig ist. Und auch das Bremsen war nicht so unbedingt, nicht so klar, ja, wie fest musst du bremsen und sowas. Und das fand ich total klasse. Slalom fahren und also mal so die Dinge, die ja auch beim normalen Fahren geschehen können. Hat mir super gut gefallen. Also ich fand, die haben das toll erklärt. Sind mit dieser Riesengruppe recht souverän umgegangen, ja. Also wirklich toll. Also ich kann das nur jedem empfehlen, sowas zu machen, um einfach auch sicherer unterwegs zu sein, ja. Weil gerade wenn man in der Stadt fährt oder mal auf solche hubbeligen Wege kommt, wie wir jetzt zum Beispiel, haben wir ja auch nicht Asphalt, ne, sondern eben so einen Sandweg, dass man dann das Teil beherrscht. Okay. Ja? Hast du deinem im normalen Fahren, du hast gesagt, du bist schon mal gefahren, vorher Probleme dabei? Also waren da Situationen dabei, wo du dir unsicher warst? Ja, wir sind am Rhein gefahren und dann die ganzen Leute, ne, und da musste man mal schnell ausweichen, das war ja auch so ein Slalomfahren.
Also von daher hat das jetzt immer Sicherheit gegeben. Okay. Und jetzt ist es ja so, das Thema E-Scooter ist ja gerade in Deutschland, vielleicht auch so vieles, aber sehr kontrovers diskutiert. Mhm. Denkst du, da sind manche Argumente vielleicht auch berechtigt seitens der Kritiker, die sagen, das führt zu Chaos auf Straßen, die stehen rum oder ist das alles nur Gerede? Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass es wieder irgendwie besser reglementiert wird. Ich habe selber gesehen, wie Leute einfach die Roller da so hinschmeißen, ja, und oder andere gehen hin und schmeißen sie um, ja, solche Geschichten. Also da müsste das, ich denke mal, das muss noch ein bisschen, darf noch ein bisschen reifen. Ja, wie so eine Frucht, die noch ein bisschen unreif ist. Aber grundsätzlich finde ich das eine tolle Idee. Obwohl, so ökologisch muss ich ja sagen, ne, das ist meines Erachtens so ein bisschen verschieben. Ja, wir haben zwar jetzt eine Batterie, aber die Batterie wird auch unter großer Umweltbelastung hergestellt und nachher wieder entsorgt. Also da frage ich mich dann auch, naja. Aber ich glaube, es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es bringt ja schon mal was, dass man die Ausstöße nicht mehr in der Stadt hat. Genau. Klar ist eine Batterie auch nicht konfliktfrei. Das stimmt schon. Und dass sie keinen Alkohol trinken sollen, das finde ich eigentlich selbstverständlich, weil ich finde, das ist schon ganz schön instabil, so ein Teil. Und wenn du dir was wünschen würdest für Infrastruktur in Städten oder für nachhaltige Mobilität, was wäre das? Ja, Fahrradwege ausbauen, ja, dass man also mehr Platz hat und das nicht nur in der Stadt, sondern auch außerhalb. Also ich meine jetzt zum Beispiel, ich wohne in Köln-Delbrück, dass auch da beispielsweise die Fahrradwege, ab der Stadt, Straße, ja, ist teilweise Horror, wenn du da fährst. Ne? Ja. Das sind ganze Strecken, wo du dann nicht auf dem Fahrradweg fahren kannst. Ne? Also sowas zum Beispiel. Abschließend die Frage, kannst du dir vorstellen oder denkst du, es ist möglich, wenn du mit dem E-Scooter fährst, dadurch Strecken mit dem Auto zu ersetzen oder generell durch einen E-Scooter Strecken mit einem Auto zu ersetzen? Ich fahre selten Auto und wenn ich in die Stadt fahre, könnte ich mir das vorstellen. Also jetzt bin ich ja mit dem Fahrrad unterwegs. Ich könnte mir aber auch vorstellen, je nachdem wo ich hin will, dass ich da auch eine Strecke mit dem E-Scooter fahre. Also sowas wie Auto abstellen, Park and Ride und dann könnte ich mir vorstellen, könnte ich aber jetzt nicht zusagen. Okay. Also für dich auch eher so ein Element im ganzen Mix, was dir hilft, ja, weniger Auto ja generell. Ja, die Stadt, weißt du, deshalb ist das für mich so, könnte ich mir vorstellen, kann ich aber jetzt nicht sagen, ja, mache ich, ne? Ja. Okay, alles klar. Vielen Dank dir. Gerne.